Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1021 Euro am ersten Tag angefangen. Bis heute habe ich 1164 Euro und 7 Cent Gewinn gemacht. Das entspricht einer Gesamtsumme von 2185 Euro 7. Heute folgt Tag 14. Meine Einstiegsstufen sind 25, 63, 158. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an. Wir haben wichtige bis sehr wichtige News im Euro, British Pfund und US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegsstufen unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren und des perfekten Chartbildes. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades im Zeitrahmen von 60 Sekunden bis 2 Minuten. US-Dollar, Kanadisch-Dollar sieht ganz gut aus. Müsste allerdings noch etwas fallen. Tut er leider nicht. Oder doch? Ich suche weiter. Hier haben wir leider keine 60 Sekunden bei US-Dollar, Schweizer Franken. Euro, Japanisch, Yen. Euro-Yen müsste auch noch etwas steigen, jetzt steige ich ein und gleich nochmal. Nochmal. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Deutlich im Gewinn. Das sieht gut aus. Sehr schön. Das entspricht einem Gewinn von 62 Euro und 96 Cent. In etwa. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich noch bis 31.12. meine Corona-Aktion gönnen.
Du sparst bis zu 849 Euro. Bitte nur melden, wenn du auch wirklich Interesse hast. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die du mitbringen solltest: Lernbereitschaft, Motivation, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Auch das richtige Equipment ist wichtig. Du solltest mindestens einen Laptop haben. Besser wäre es, wenn du zwei Monitore hättest, ist aber kein Muss. Und natürlich musst du auch Zeit investieren und ein bisschen Geld auch, also zwischen 600 und 1000 Euro. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bye.